Ich finde, dass da zu wenig Regulierung stattfindet, weil es einfach ein zu unbekanntes Problem ist. Und ich glaube, dass da auch politisch nicht viel passieren wird, weil das Bewusstsein für so neumodische Sachen wie Spiele einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Aber das ist ein Riesenproblem, dass die Spielebranche eigentlich relativ unreguliert jeden Scheiß durchbringen kann, um irgendwie die Cash-Cow weiter zu melken. Ne? For the Naja. new FIFA Ultimate Team. Was ich halt teilweise echt, also was teilweise echt Borderline-kriminelle Praktiken sind, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wir sind hier am Kampfplatz, bei dem wir in der letzten Episode doch ein ganz kleines bisschen aufs Maul bekommen haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Am schlimmsten getroffen hat es dabei den lieben Benny. Hallöchen, Benny. So. Wo ist denn Barbara hin, sag mal? Ja, Barbara ist Barbara macht Urlaub. ausgestorben. Und Jochen ist dafür noch da. Hallöchen, Jochen. Grüße, Jochen. Jochen, 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 du hältst mich so jung. Ja, So, ich wir haben ja in der vergangenen Episode schon angekündigt und ich hoffe mal, das ist der Grund, wieso ihr auch reingeschaltet habt. Wir wollen wieder ein bisschen trainieren, beziehungsweise wir müssen ein bisschen trainieren nach der nahezu beinahe Niederlage, beziehungsweise Niederlage, die wir jetzt erlebt haben. Muss das leider sein. Und das heißt für euch, wir werden uns ein paar Themen widmen, wo wir so eine Art, ja, fast so eine Art Podcast-Folge draus machen. Einfach ein bisschen über Pokémon-Themen quatschen rund ums Universum. Also es geht nicht jetzt immer nur um Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wir hatten da schon diverse kontroverse Themen, wie zum Beispiel die besten Gimmicks. Beim letzten Mal haben wir uns über Hot Takes unterhalten. Und heute haben wir tatsächlich auch was rausgesucht. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber wir wollen mal ein bisschen über die Spin-Offs sprechen, die es so gibt. Weil die Pokémon-Welt hat ja einige Spin-Offs hervorgebracht. Ne? Namentlich die GameCube-Spiele zum Beispiel damals. Oder die Mystery Dungeon-Spiele. Oder auch Pokémon Snap, Pokémon Go, was wir schon angerissen haben. Was gibt es noch alles? Ich weiß gar nicht. Pokémon Master Duel, Pokémon Unite, auch ein sehr, glaube ich, aktueller und durchaus bekannter Vertreter aus der Reihe. Und bevor ich jetzt zu viel anfange zu reden, muss ich gleich mal disclaimern: Das letzte Mal, als wir eine Podcast-Folge gemacht haben, habe ich null, null drauf geachtet, wie ich kämpfe und wie ich spiele. Und das wird diesmal wahrscheinlich ganz genauso sein. Also, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache, wo ihr euch an den Kopf greift beim Kämpfen, dann wundert euch nicht. Machen wir nicht. Es ist einfach wie immer. So. Genau. Ich würde einfach mal heute das Wort für Matze ergreifen, dass der nicht immer einen Anfang machen muss. Es ist ja schön. Und zwar würde ich, also ich habe zwei Sachen, wo ich viel mitreden kann. Eine Sache, wo ich wahrscheinlich fast der Einzige bin, der richtig mitreden kann. Also bei Unite. Aber, also ich würde gerne Ich mit hab's auch gespielt. Pokémon Colosseum und Pokémon XD anfangen. Und ich kann das sogar mit, ich sag jetzt mal, einem Hot Take verbinden. Und bin der Meinung, dass mindestens, oh, lass mal lügen, bis zur sechsten Gen mindestens die Animation und die Grafik in Pokémon Colosseum und XD dem auf der Handheld weit überlegen waren. Also, ich war hin und weg bei den Attackenanimationen bei XD und Colosseum. Das war einfach genial. Ich habe das so gefeiert. Das war einfach, das war wirklich cool, finde ich. Also das war echt nice. Ja klar, liegt aber auch daran, dass der GameCube damals, was so Konsolenpower angeht, vor allem im Nintendo-Universum unerreicht war. Also da kommt halt einfach Definitiv. kein Handheld dran. Aber halt auch die nächsten Jahre nicht, ne? Es war eigentlich schon fast Ja, das outdated stimmt. sozusagen. Und trotzdem fand ich persönlich noch viel besser. Also, ne? Und ich muss sagen, ich finde diese Idee, diese Krypto-Idee, richtig nice. Die fand ich mal für eine andere Handlung, von wegen, du musst halt immer die Arena A bis C besiegen und dann Top 4 und schieß mich tot. Fand ich diese Verbindung zwischen Krypto-Pokémon, Pokédex auffüllen und so, fand ich echt cool. Also, ich fand's Ich irgendwie mochte vor nice. allem. Ich mochte vor allem auch die Ore-Region sehr, weil ich finde, die hatte mal, also die hat bis heute eigentlich so gefühlt sehr, sehr frischen Wind reingebracht in das ganze Geschehen. Also das war so eine Region, die hat man bis dato noch nicht gesehen, fast schon so ein bisschen Fallout Wasteland-mäßig, würde ich sagen.
Also hat eigentlich überhaupt nicht zu Pokémon gepasst, aber irgendwie halt doch, weil sie hat so ein bisschen einen ernsteren Rahmen vermittelt. Das fand ich echt genial. Hat mir richtig Spaß gemacht damals. Und ja, das mit den Kryptos fand ich tatsächlich auch echt nice. Also es war eigentlich was komplett anderes im Pokémon-Universum, aber trotzdem nicht zu weit weg vom eigentlichen Spielprinzip. Ja, genau. Und Fun Fact an der Stelle, du kannst Pokémon von Colosseum und XD bis heute mitnehmen. Also die haben ja natürlich vorausgesetzt, du kannst Pokémon aus Colosseum und XD bis in Karmesin und Purpur bringen und die haben dann sogar einen speziellen Titel, wenn die antreten. Ich glaube Colossus im Englischen. Also okay, das wusste ich nicht. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, einen Despotar oder so da rüber holst, dann betritt er das Spielfeld mit Despotar, der Colossus enters the fight oder so ähnlich. Das finde ich ziemlich nice. Ich fand übrigens auch die Idee mit den anderen Starter-Pokémon richtig cool. Weil du hattest ja die Evoli-Entwicklungen. Naja, quasi die Evoli-Entwicklungen, ne? Ja, du hattest die Wahl zwischen Nachtara und Psyana, glaube ich. Genau, ja, genau. Das war dein erstes Pokémon. Fand ich auch mal was Interessantes. Wieso nicht? Mal nicht immer so Feuer, Wasser, Pflanze und dann gib ihm. Sondern warum nicht einfach mal das... Also, die Typen als System aufbrechen... Und halt auch die Pokémon quasi, ne? Das fand ich sowieso cool, dass mal andere Typen dran waren und nicht immer Feuer, Wasser, Pflanze, Feuer, Wasser, Pflanze. Wieso kann denn nicht mal Psycho und Lichtgeist? Das ist genauso eine Dreiecksbeziehung. Wieso nicht die? Fair enough. Wieso nicht die? Ist doch cool. So ein bisschen haben sie das im späteren Verlauf mit den Zweittypen, glaube ich, aufgegriffen. Zumindest bei Arceus, da ist es ja Kampf, Unlicht und... Geist, wie du auch schon sagst, glaube ich, ne? Und das ist auch so eine Dreiecksbeziehung, wo alles so ein bisschen gegen sich selbst effektiv ist. Ja, aber zwei Typen ist halt auch, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ne? Was du meinst. Also deswegen, also ich hab die auch, ich weiß noch, dass ich die sehr spät trotzdem nochmal durchgespielt habe. Ich glaube, Jahre danach noch, weil ich einfach das ganze System echt cool fand. Also das ist. Fand ich richtig nice. Ja, man muss halt noch den GameCube haben, ne? Das ist mittlerweile schon eine der Konsolen, die gar nicht mal so günstig zu haben ist. Das stimmt, ja. Aber auch eine coole Konsole. Also kannst du sagen, was du willst. GameCube fand ich cool. Die war cool, ja. Aber auch hat Nintendo, glaube ich, auch viel Geld eingebracht. Was auch eine coole Konsole war die Nintendo Wii. Und interessanterweise gibt es weder für die Wii noch für die Wii U ein Pokémon-Spiel. Also zumindest ein Haupt-Mainline-Game. Ich weiß nicht, wie es mit Spin-Offs aussieht. Da bin ich ein bisschen aus dem Business, weil ich beide Konsolen nicht hatte. Aber ein Hauptspiel gab es für beide Konsolen nicht, was ich damals echt schade fand. Aber da haben sie ja auch ein bisschen parallel die Schiene gefahren mit dem 3DS. Ja, schön. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du jetzt Mystery Dungeon oder sowas überleitest. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich schon mache oder ob mir noch was einfällt, aber mir ist nichts eingefallen. Das bringt mich zu einer Frage. Benny, du hast Mystery Dungeon doch mal gespielt, oder? Ich habe den allerersten Teil mal gespielt, ja. Ja. Du hast mir auch mal das Mystery Dungeon für den DS geschenkt, bin ich aber dann irgendwie nicht mehr so richtig reingekommen. Ich glaube, du hast mir das mal geschenkt, ja. Ist ja ein Ding. Ewigkeiten mal. Ich fand's auch ehrlicherweise sogar ziemlich gut. Also Mystery Dungeon war mal ein cooler, oder wie ich finde, ein ziemlich cooler Twist. Warum ging's dann nochmal genau? Du bist quasi als Mensch, genau, als Pokémon in die Pokémon-Welt. Wurdest du als Mensch in die Pokémon-Welt geworfen und in der Welt gab's so Pokémon-Rettungsteams und du bist dann Dungeons aufgebrochen, um Pokémon zu retten, diverse Sachen zu erledigen. Okay. So, und hast dann eben noch ein bisschen eine Geschichte. Bitte? Die Dungeons waren zufallsgeneriert sogar. Die waren, glaube ich, zufallsgeneriert, ja. Also konntest du quasi nicht Pokémon... Also wie bist du denn... Du konntest die Pokémon in dein Team aufnehmen. Ah, okay, ja. Du konntest die, wenn du sie besiegst, halt du brauchtest, glaube ich, so ein Areal, wo sich die Pokémon üblicherweise aufhalten. Und wenn du die besiegst, konnten sie irgendwie deinem Team beitreten.
Wie genau das funktioniert, kann ich dir jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber so in etwa hat das funktioniert. Und in welcher Gen spielt das aktuellste? Es so, war komplett ging, losgelöst. Das kam, glaube ich, auf dem DS das erste Mal, nee, nicht auf dem DS, auf dem Game Boy Advance das erste Mal raus. Dritte Gen, da war es das erste Mal. Aber du warst nicht in der Höhenregion unterwegs, oder? Also, nee, das war quasi eine eigene Region. Genau. Das war so ein was Eigenes eigentlich. Nee, mir ging es darum, welche Pokémon verfügbar waren halt. Also in der neuesten sind alle Pokémon, also ich glaube nicht alle Pokémon in dem Sinne verfügbar, aber zumindest alle neuen Gens waren da. Bis zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich so 6. oder 7. Gen. Irgendwie so in der Dreh. Aber ich fand, es war mal ein netter Spin, was das angeht. Ja, ich fand es tatsächlich auch interessant, dass man dass so mal die Welt aus Sicht der Pokémon erkundet hat. Und zumindest kann ich mich daran erinnern, dass die Story... Du wurdest dann irgendwie, hat so ein anderes Team, um sich selber ein bisschen aufzuschwingen, hat dich dann irgendwie... Oder hat gesagt, dass du ein Mensch bist und da die Welt in Aufruhr war, haben sie dich da fortgejagt und du musstest quasi deinen Namen wieder reinwaschen. Also das war bei dem ersten Mystery Dungeon so ein bisschen die Story. Die war eigentlich auch ziemlich cool. Wie gesagt, das andere hat mich dann nicht mehr ganz so abgeholt. Aber ich war auch... Ich habe das dann ja auch als Erwachsener gespielt. Ich finde, das ist immer noch... Ist bei Pokémon manchmal schwieriger reinzukommen, weil das eben doch die jüngere Zielgruppe anspricht. Da auch nochmal besonders eigentlich. Ja, das stimmt. Von der gesamten Aufmachung her. Ich habe auch immer mal überlegt, ob ich das 3DS-Spiel nochmal aus der Kiste krame, weil ich habe es ja noch. Und ob ich es einfach nochmal spiele. Ich glaube, ich würde einen neuen Spielstand machen, weil ich weiß literally nichts mehr. Es ist ewig her, dass ich es mal gespielt habe. Ich habe es auch nie ganz zu Ende gespielt. Aber ich fand so von der Playability her eigentlich immer ganz cool. Und es hat halt wirklich mal so ein bisschen einen anderen Twist reingebracht. Also ja, finde ich auch. Fand es ziemlich cool. So von der Art her. Ist vorhin noch ein Spin-off eingefallen. Was uns, glaube ich, auch alle. Ach, mir ist es gerade eingefallen. Oh, es sind ja nicht alle. Ich kämpfe übrigens gerade gegen den Typen, den Kevin bekämpft hat. Den habe ich gerade sogar besiegt. Ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer dagegen, weil ich nicht ganz sicher bin, was ich dagegen machen kann. Den Typen, der nervt mich jetzt schon. Ich weiß, was. Wieso ist denn Psychofeld? Warte mal, was? Was denn? Wieso schützt denn Psychofeld vor einem Tiefschlag? Weil das die Prioritätsattacken unterbindet. Ah, makes sense, ja. Und ich kann nicht ausge. Wow. Wieso kann es nicht ausgewechselt werden? Was war das, dass ich nicht auswechseln konnte? Ey, hier, Psychofeld ist komplett OP. Das macht so viele Sachen. Wieso kann ich es nicht auswechseln? Was ist der Grund? Wegen des Psychofelds. Aber warum, wieso, weshalb? Geil, dann ist mein Matze gerade komplett useless, weil ich kann durch Wahlband nur Tiefschlag einsetzen, was aber nichts bringt wegen Psychofeld. Ich kann es aber auch nicht auswechseln. Richtig. Nice. Deswegen, also das Team ist insane. Das ist einfach nur insane. Ich habe die Feldattacken immer ein bisschen... Jetzt gehen wir mal von Spin-Offs weg und zu Feldattacken. Ich habe die immer ein bisschen, nicht belächelt, aber ein bisschen fast schon ignoriert, ehrlich gesagt. Ich habe es bisher auch ignoriert. Weil ich dachte, why would I use this? Aber ich glaube, da lag ich ein bisschen falsch. Also, gerade im Competitive ist Grasfeld vor allen Dingen sehr gern gesehen. Ja. Da ist es, glaube ich, mit so das meistgenutzte. Was macht Grasfeld nochmal? Also es heilt? Ja, es heilt. Beide Seiten. Ich wüsste auch nicht, ob es noch irgendwas macht, aber es heilt. Was? Reicht schon mal. Aber auch Psychofeld wird auch häufig genutzt. Also, das sind so die, gerade mit in Verbindung mit Flächenmacht, weil ja Flächenmacht durch das Psychofeld eine Doppelattacke wird. Ja, stimmt.
Was für ein unfassbar nerviges Team. Und er hat ja, das sind ja nur zwei Pokémon, er hat ja wahrscheinlich mehr. Das ist übrigens was, was mich an Karmesid und Popo extrem stört. Ich kriege im Kampf nur selten die Informationen angezeigt, die ich in dem Moment sehen will. Ich würde zum Beispiel unheimlich gern sehen, wie viele Pokémon der Gegner hat. Ich würde manchmal auch unheimlich gern sehen, welches Level die gegnerischen Pokémon haben. Ich würde manchmal gerne sehen, wie viel KP die gegnerischen Pokémon noch haben. Jetzt sehe ich es gerade. In der Attackenauswahl sehe ich es kurz. Aber ich möchte es immer sehen. Und nicht immer nur mal ein bisschen. Also das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Bitte jetzt nicht im Nachgang. Das Video ist schon ein paar Wochen aufgenommen. Ich bin nicht gestorben, mir geht's gut, auch wenn es wahrscheinlich so aussah. Wieso, was hast du jetzt gemacht? Hast du dir deinen Energy Drink durch die Nase inhaliert? Ja, so ungefähr. Ich habe mich wahnsinnig an meiner eigenen Spucke verschluckt. Oh Gott. Das ist natürlich äußerst traurig. Solltest du also eher nicht in die so Kommentare machen. Für Kevin. Ne? Aber mir geht's gut, wenn er nicht dabei ist. Ey, ist easy. Muss niemanden anrufen. Es wäre sowieso zu spät. Ja, die Folge kommt in 3 Wochen. Also jetzt musst du uns halt Bescheid sagen, bevor du stirbst, damit wir deine Folgen schneiden können, Kevin. Ja. Das wäre halt voll nice. Sag doch mal Bescheid. Das Psychofeld ist verschwunden. Ich weiß, dass es wahrscheinlich gleich wieder aufbauen wird, aber trotzdem, es fühlt sich gerade einfach schön an, dass es mal 5 Sekunden nicht da ist. Aber, Gilt eigentlich... Ja. Nee, du erst. Ich will was Längeres. Okay. Gilt, wenn ich per Lichtlehm, also mit Lichtlehm verstärkten Aurora-Schleier mache und das Pokémon dann besiegt wird, gilt das dann trotzdem 8 Runden, weil es in dem Moment halt 8 Runden im Einsatz war? Wie jetzt nochmal? Na, wenn ich mit Lichtlehm eine Attacke wie Lichtschild oder so verstärken, ja, gilt ja statt 5 Runden. Ja. Wenn aber das Pokémon in der Zeit besiegt wird. Ich glaube, das ist egal. Okay, also das zählt, was zum Einsatz zählte. Soweit ich weiß schon, ja. Alright. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich nagel hier gar nicht. Das ist aber schade. Ja, wir sind vom Spin-Off-Thema ein bisschen weggekommen. Ja, deswegen wollte ich wieder hinführen. Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Tu das gerne. Weil ich wollte nämlich auf das zweite, was ich sehr cool fand, hinaus, nämlich Pokémon Unite. Und ja, stimmt. Da muss man wahrscheinlich, also muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen, ne? RIP an die Folgenlänge. Nur ist es ja so, dass Pokémon Unite vom Aufbau her ein MOBA ist. Und dieses MOBA-Genre, ja, die letzten Jahre in aller Munde ist, ne? Also gerade für solche Titel wie League of Legends zum Beispiel oder so, das ist ja seit Jahren, ich glaube sogar seit einem Jahrzehnt schon. Seit Äonen! Ist das einfach in aller Munde und führt halt Herrscharen an Spielern heran. Und genauso was ist ja Pokémon Unite auch. Und ich finde, es hat auch viel von einem MOBA und gerade für diejenigen, die wissen, wie so dieses Spiel League of Legends funktioniert, werden denken, Mensch, das kenne ich alles irgendwoher, habe ich schon mal gesehen, logischerweise, wenn es ein MOBA ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das... Also ich finde es trotzdem ein gutes Spiel, um ehrlich zu sein. Es ist sehr viel mit... Auch wieder mit Grind verbunden. Es ist sehr viel mit Zeit verbunden, weil... Also, ich bin der Meinung, es ist ein Spiel, da musst du Zeit investieren, damit es Spaß macht. Weil MOBAs sind für mich solche Spiele, die machen dann Spaß, wenn du gut spielst, beziehungsweise wenn du gewinnst. So empfinde ich das zumindest. So, und du spielst halt nur gut oder gewinnst, wenn du viel Zeit investierst. Du wirst von Anfang an nicht gut sein. Es sei denn, du bist ein übelster Pro und hast das Spiel durchgespielt. Aber ansonsten musst du halt viel Zeit in das Spiel investieren. Und wem das halt nicht zusagt, da wird er wahrscheinlich nicht ganz so seine Freude daran haben. Aber wer bereit ist, da lebenslange Zeit zu investieren, ist das ein total cooles Genre, wie ich finde zumindest. Wie sind eure Meinungen?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu MOBAs überhaupt keinen Zugang so richtig. Ich kann dir nicht mal sagen, warum das so ist. Ich glaube, bei League of Legends, ihr hättet mich damals, TM, hättet ihr mich, glaube ich, überzeugen können, wenn die Community nicht so ultra beschissen wäre. Und sorry, dass ich das so sagen muss, aber die LoL-Community ist einfach ungeil. Also mega, mega unangenehm, anfängerunfreundlich. Und das hat mich immer richtig abgehalten, dieses Spiel zu starten. Deswegen bin ich, glaube ich, auch bei MOBAs nie so wirklich reingekommen. Ich habe allerdings mal Unite tatsächlich probiert und fand es gar nicht so kacke vom Prinzip her. Hauptsächlich, weil ich mich auch mit der Community nicht groß auseinandergesetzt habe und einfach gespielt habe. Und mir ist auch, sorry Teammates, aber in dem Moment beim Lernen einfach egal war, ob ich gut oder schlecht spiele. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Aber so richtig in MOBAs reingekommen bin ich nicht und ich glaube, das wird auch einfach nicht mehr passieren. Also die Zeiten sind durch. Ich fand es auch ehrlicherweise nie so wirklich ein für mich persönlich interessantes Genre. Es hätte mich sicherlich abholen können, so ganz grundsätzlich, aber ich fand es irgendwie einfach nie interessant. Es war mir einfach nur zu viel Geplinke, zu viel, worauf man achten muss, zu viel, worin man sich einlesen muss. Das, keine Ahnung, war mir einfach too much. Ich habe übrigens gerade verloren gegen den Typen. Ich habe übrigens gerade gegen Aaron gewonnen, ich wollte es nochmal anmerken. Ich habe den Kampf doch nochmal gewonnen. GZ? Ja. Also ich finde es halt schade, weil ich grundsätzlich, also ich gab einmal eine Zeit, da habe ich auch League of Legends gespielt gehabt. Habe es jetzt über Jahre nicht mehr gespielt, was zum einen daran liegt, dass ich mit meinen Fingern nicht mehr klarkomme. Nee, ist wirklich, du spielst es mit Q-W-E-R. Spielst du das Spiel. Okay. Und das ist das. Scheint das zu gehen. Also, keine Ahnung, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich muss erst nachdenken, welchen Finger ich drücken muss, bevor ich. Also, ne? Ich habe ein totales Koordinationsproblem. Es ging, als ich angefangen habe, war das kein Problem. Aber mittlerweile kriege ich das überhaupt nicht mehr hin. Ich sag das nochmal einmal. Das Alter, Leute, ich sag's euch. Wenn ihr LoL-Fans seid und noch nicht die 30 Finger habt, dann spielt euch die Seele aus dem Leib. Ihr werdet nie wieder so zocken wie mit 20. Naja, die meisten. Also gerade aber das ist ja in allen Competitive Games so. Also sind die gut, die jung sind. 16, 17, 18. Da bildet so ein Spiel wie CSGO eine sehr große Ausnahme, die dann auch noch mit 30 hier am Abrocken sind. Aber grundsätzlich spielst du das ja in jungen Jahren. Aber also ich find's schade. Also ich finde, gesagt, Pokémon Unite irgendwie total cooles Spiel. Und ich hätte das gerne mal mit. Hätte es gerne mal entweder hier auf den Kanal gebracht oder so. Aber auf gar keinen Fall alleine. Das macht absolut keinen Spaß alleine. Also MOBAs alleine spielen ist einfach nur Pain. Ja. Das ist Pain. MOBAs alleine spielen ist Pain. Weil du bist einfach nur von allen anderen abhängig und das sind auch Spiele, die entweder du bist so gut, dass du dein Team komplett trägst und durchs Leben carryst oder halt nicht und wenn nicht, bist du halt vom Team abhängig. So, und da ist halt das Problem, dass du halt mit Random spielst. Ja. Ne? Und deswegen fand ich das immer eigentlich total cool, Pokémon Unite, aber ja, es wird nie in der Tat umgesetzt werden. Wahrscheinlich nicht. Aber was es dafür in die Tat, in die Umsetzung geschafft hat, ist das Trading Card Game Online. Das war tatsächlich so ein Spiel, das hatten wir, also Kevin und ich beide, so ein bisschen schon wieder aus den Augen verloren, glaube ich. Einfach weil halt, seit sie das ersetzt haben, das Trading Card Game, was es vorher gab, ist es so ein bisschen, ich will nicht sagen schlechter geworden, aber schon ziemlich schlecht geworden. Na doch, das ist schon aber schlechter geworden. Wir wurden so ein bisschen animiert von dem Zuschauer, der sich das gewünscht hat. Und dann sind wir aber auch komplett all in gegangen. Und ich kann schon mal so viel anteasern, vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt sogar schon soweit. Aber da wird noch mehr passieren in die Richtung, weil zumindest was die Trading Cards angeht, sind Kevin und ich auch eine ganze Zeit lang richtig all in gegangen. Definitiv, ja. Und dadurch sammeln sich natürlich auch so Codekarten an, die man dann einlöst. Wobei ich finde, im Online-Spiel kann man sich ja wirklich ein Deck mit beliebigen Karten bauen, weil diese komische Währung, die man dafür braucht, um da ranzukommen, die ist ja echt easy peasy zu erreichen. Oh.
passiert übrigens genau das Gegenteil von dem, was ich angekündigt habe. Ne? Ich habe gesagt, dass ich überhaupt nicht drauf achte, was ich jetzt hier eigentlich mache im Kampf. Aber jetzt, dadurch, dass ich den ersten Kampf verloren habe, bin ich gerade so fokussiert auf diesen Kampf hier. Ich konzentriere mich, also ich habe mich ja auch ein bisschen mehr auf die Kämpfe konzentriert, vor allen Dingen. Dass die Podcast-Folge ein bisschen Kevin-lastig wird. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Ich mache das gerne. Also wir sollten vielleicht auch einfach wirklich einen Podcast machen. Vielleicht, ne? Nee, aber... Da müssen wir uns aber besser vorbereiten. Ja, da müssen wir uns zwei besser machen. Wieso lebt das denn noch, Herr... Kevin, bitte. Herrschaftszeiten. Ja. So ein blöder Saupreis. Also, das Trading Card Game ist ja... Also im Endeffekt ist es das, was man analog machen kann, online, ne? Quasi. Und das Interessante ist ja auch, dass das Trading Card Game auch noch eine wahnsinnige Playerbase hat, ne? Also da gibt's... Ja, stimmt. Da gibt's nach wie vor Weltmeisterschaften, es gibt da verschiedene Altersklassen und sonst was. Also das hat noch wahnsinnig viel Playerbase. Von daher ist es sehr beliebt und es wird auch nie an Beliebtheit verlieren, einfach weil man die Karten sich ja kaufen kann. Ja, und die sind ja auch hinterher mit Erweiterungen noch. Da gibt's ja gefühlt alle Vierteljahre gibt's eine neue Erweiterung. Und es ist deswegen auch cool, also zumindest aus meiner Sicht, weil es halt da noch mehr als beim richtigen Pokémon, habe ich wahrscheinlich den Eindruck, um Strategien und sowas geht, ne? Da geht es wirklich darum, dass du dir was überlegst. Also du kannst nicht einfach drauf losdüsen. Und es geht halt darum, dass du dir auch was zurechtlegst. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mittlerweile auch mit Spielen, wo ich, keine Ahnung, gut aimen muss oder so. Da bin ich einfach noch nie gut gewesen und wird auch nicht besser, sondern eher schlechter mit den Jahren. Und deswegen mag ich halt Spiele, wo ich halt mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Brain mehr überzeugen kann, in Anführungszeichen, wenn das denn irgendwo da ist. Also, wo man halt sich was austüfteln muss. Ich war sowieso schon immer ein Fan von Strategiespielen. Also deswegen ist es ist einfach von der auch vom Genre, von der Machart her richtig cool. Und ja, sie haben es schlechter gemacht. Also ich glaube, da sind sich viele einig. Sie haben viel Müll produziert, dadurch, dass die bei dem Switch auf das neue Trading Card Game, keine Ahnung, teilweise manche Spieler die Hälfte an Karten verloren haben, haben sie, also das war ein Dickmove. Das war echt ein Dickmove und darf so nicht passieren. Ich habe wirklich viel, also ich zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht, ich habe viel Zeit rein investiert. Ich habe mit anderen Spielern online getauscht, um bestimmte Pokémon zu kriegen, bestimmte Karten zu kriegen, bestimmte Strategien umsetzen zu können, was dann mit einem Fingerschnipp auf einmal alles nicht mehr möglich war, weil über die Hälfte der Karten einfach weg war. Einfach nur, weil ich auf das neue Spiel umgeswitcht habe. Und das ist ein Dickmove, das darf nicht passieren. Und deswegen hatten sie uns und mich auch auf eine lange Zeit verloren, wo ich dann gesagt habe, also jetzt aus Prinzip spiele ich es einfach nicht. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Also ich investiere ja nicht Zeit und monatelang und Jahre und sagte, ach, wisst ihr was, es war jetzt leider ein Fehler irgendwie und das hat nicht funktioniert und warum wissen wir auch nicht und ist uns auch eigentlich auch egal, aber die Hälfte eurer Sachen sind einfach weg. Das Lustige ist ja, es wird ja da oder wurde kein Unterschied gemacht, ob das Karten waren, die getauscht wurden online, sondern auch die Karten, die du eingelöst hast durch die analogen Karten, die du gekauft hast. Und manche kaufen das ja oder haben es vielleicht so auch für die Online-Games mitgekauft und sind gar nicht so die Sammler. Und haben es dann im Endeffekt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Selten, aber gibt es vielleicht auch welche. Also ich weiß, dass es zumindest auf eBay gibt es auch viele, die diese Code-Karten handeln. Das stimmt. Ne? So, und jetzt stell dir mal vor, du hast dir da einen gewissen Preissatz da ausgegeben, um die dir zu holen und dann sagt sich hier Dinge, das geht jetzt einfach nicht mehr. Wissen wir jetzt auch nicht wieso und hab da einfach Pech gehabt. Ja, ja, also das, ja. Ich finde aber auch, da muss ich jetzt einfach mal kurz reingrätschen und wieder hier die Gesellschaftskritik rausholen. Ich finde, dass da zu wenig Regulierung stattfindet, weil es einfach ein zu unbekanntes Problem ist. Und ich glaube, dass da auch politisch nicht viel passieren wird, weil das Bewusstsein für so neumodische Sachen wie Spiele einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Aber das ist ein Riesenproblem, dass die Spielebranche eigentlich
relativ unreguliert jeden Scheiß durchbringen kann, um irgendwie die Cash-Cow weiter zu melken. Ja, ja. New FIFA Ultimate Team. Was ich halt teilweise echt, also was teilweise echt borderline-kriminelle Praktiken sind, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aber du darfst weitermachen. Ich wollte nur ganz kurz. Nee. Möchte nicht ausarten lassen. Definitiv. Ach, wir können es auch ausarten lassen, so ist es nicht. Also wie gesagt, das ist... Das hat mich dann wirklich weggebracht. Und wie du schon sagst, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, es tut mir leid. Irgendjemand im Chat hat dann gesagt, können wir das denn nicht mal bringen? Und es hat, glaube ich, angefangen alles mit einem Short, den wir produziert hatten. Weil wir eben so solche Sammler sind, Matze und ich hauptsächlich. Was lustig ist, weil ja früher war ja auch mal Benny mit einem Sammler. Das nur so mit am Rande. Also, ja, ich bin dann nur an irgendeinem Punkt doch wieder ausgestiegen. Ne? War, glaube ich, auch nicht die schlechteste Entscheidung, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ihr Pokémon-Karten sammelt, dann ist das eine finanzielle Entscheidung, die man treffen wollen muss. Und auch ich wollen treffen kann. Ich habe mich dann an irgendeinem Punkt dagegen entschieden und gesagt, naja, okay, es ist cool, aber irgendwie soll es es eigentlich aus vernünftigen Gründen nicht machen. Es ist vor allem dann deprimierend, wenn man diesen einen Freund hat, der dann immer alles zieht. Also wirklich legit an jedem Set alles zieht, was er gerne haben möchte. Ich fand es interessant, dass du den einen betont hast, obwohl es in unserem Fall ja eigentlich aus deiner Sicht sogar zwei sind. Also eigentlich ist Matze derjenige, der nicht zieht, sagen wir es mal so. Mitunter, ja. Mitunter, ja. Das ist aber auch in dem Short, was wir produziert haben, nochmal ganz gut deutlich. Ja, ja. Da gab es so zwei Booster-Packs, aber es ist halt, das eine, wo was drin ist, hat halt Kevin bekommen. Und das ist irgendwie so Story of my Booster-Pack-Experience. Deswegen bin ich da mittlerweile auch zumindest von den analogen Karten wieder ein bisschen abgerückt. Also, ich bin jetzt eher so der Typ, der auf Messen geht oder auf Card Market oder so und sich dann so coole Einzelkarten zusammenholt, aber nicht mehr Unsummen in Booster-Packs investiert. Ja. Da bin ich noch nicht. Also ich habe jetzt, wo wir das hier aufnehmen, habe ich ganz aktuell, glaube ich, vorige Woche oder so, erstmal wieder was geholt. Hat auch wieder die Hälfte, also von 9 Booster Packs hatte ich, glaube ich, wieder 4 Hits oder so. Und auch eine Karte. Gar nicht gepostet, nee, stimmt, ich hab's komplett vergessen. Und da war auch eine Karte, die, glaube ich, auch nicht ganz billig ist. Also da war schon wieder eine dabei. Das war das besagter Kumpel, ne? Hat mir auch neulich wieder so ein Bild geschickt, wo er einfach eine der wertvollsten Karten des Sets zieht und dann so fast entschuldigend hinterher, naja, aber dafür hatte ich in den letzten 4 Booster Packs ja gar nichts drin. Wo ich denke, wow. Fick dich! Hey. Ja, nee, sorry, da geht's bei mir durch. So. Aber bevor das hier noch eskaliert und Matze hier noch mehr Beleidigung raus hat, weil wir wissen ja nicht, wann ihr euch das anguckt. Es kann ja sein, dass ihr euch das vor um 10 anschaut und wir wollen ja hier jugendfrei bleiben. Also wollen wir das Thema jetzt mal nicht allzu weit noch weiter ausweiten, denn wir sind ja sowieso auch schon am Ende der Folge angekommen, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe meine Nemesis übrigens noch besiegt, den Ranz. Nice. War zwar wieder knapp wie Sau, aber I made it. Also haben wir eigentlich in der Folge alles erreicht, was wir wollten, ne? Matze hat hier Eren besiegt, Matze hat irgendeinen Nemesis Benny besiegt. Benny. Benny jetzt. Eren besiegt, alles Nemesis. Matze hat einen guten Podcast gemacht. Es ist nicht so Matze, ey. Booster-Packs gute Zeug gezogen, Matze hat geflucht. Also es war... aber richtig immer Schwine, so. Alter. Also nice, Matze, gut gemacht. Ja. Könnte meinen, Kevin hat zu viele Kommentare gelesen. Was? Aber also, Kommentar ist ein gutes Stichwort, liebe Freunde. Weil bevor Kevin jetzt hier in die Abmod startet, du darfst dann gleich weitermachen. Aber ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne, wenn ihr Ideen habt, worüber wir für euch diskutieren sollen oder wenn ihr unsere Meinung zu irgendeinem Thema hören wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare und dann machen wir da natürlich eine Well-Spoken-Podcast-Folge draus mit ein bisschen Pokémon-Content zum Anlotzen nebenbei. Also es passt halt ziemlich gut zusammen, ne? Sind wir ehrlich. Weil was das machst stimmt. du denn ansonsten in der Zeit? Wenn ein bisschen grinden, muss man halt ein Pokémon ab und zu, das fällt nicht raus. Gerade bei den DLCs und da ist es halt einfach so. Ich bin lustigerweise genau hier vorne Top 4. Naja, dann wissen wir ja schon, wen wir als nächstes machen. Gut, dann war's es eigentlich für heute. Also ich werde mich nochmal korrigieren. Natürlich, Benny hat Eren besiegt. Mats hat seinen Nemesis geholt. Und nebenbei haben wir so über die verschiedensten, hauptsächlich Pokémon-lastigen Themen referiert. Ihr könnt übrigens auch gerne eure Meinung nochmal so mit rein. Ne? Was findet ihr denn so als besten Spin-Off? Colosseum? Mystery Dungeon? Unite? Was spielt ihr vielleicht so? Also auch da gerne mal eure Erfahrungen teilen.
Und ansonsten sind wir für heute wieder durch. Wahrscheinlich gibt es in der nächsten Folge dann wieder Story-Content. Also wie gesagt, ein Top 4. Und in der Hoffnung, dass wir uns dann alle drei gleich im First Try durchsetzen können. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Zeit. Gehabt euch wohl. Und es verabschieden sich der Benni, der Matze und der Kevin. Haut rein. Hallo. Ciao.